Ja, unser Landkreis zeichnet sich durch eine große Kräutervielfalt aus, weil sich unser Landkreis auch durch eine große Landschaftsvielfalt auszeichnet. Also man kann überhaupt nicht sagen, hier in dem Gebiet ist das oder hier ist jenes. Wir haben zum Beispiel aber verschiedene Möglichkeiten, vieles über Kräuter kennenzulernen. Zum Beispiel in unseren Städten in Bad Windsheim oder in Neustadt gibt es eine Kräuterapotheke. In Bad Windsheim gibt es im Kurpark noch diesen Heilkräutergarten. Im Freilandmuseum haben wir die Kräuterapotheke, wo man viel sehen kann. Aber wer gern mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte vielleicht mal in den Aischgrund fahren. In Ühfeld kann man sich auf den Kräuterradweg machen, kann an den Arzneimittelfeldern in Mailach vorbei, über die Landkreisgrenze hinaus, auch bei Martin Bauer dann auch den Heilkräutergarten oder den Kräutergarten anschauen und da sehr viel lernen. Entlang des Fahrradweges sind auch große Informationstafeln aufgestellt, wo man sehr viel über die heilsame Wirkung der Kräuter finden kann. In der Elgersheimer Ecke zum Beispiel wird Körnerfenchel angebaut, auch ein Würzmittel, das bei uns im Landkreis heimisch ist. Und es ist immer die Frage, bin ich in einem Wald oder bin ich eher in einem trockenen Gebiet, wie auf der Frankenhöhe dann. Wir finden eigentlich alle Kräuter, die es in Deutschland gibt, auch bei uns im Landkreis, weil wir eben auch so viele verschiedene Lebensräume für unsere Kräuter haben. Ja, wir haben bei uns natürlich sehr viele Wildkräuter auch, aber wie überall wächst bei uns, fahren Sie mal die Straße entlang, der wilde Majoran, der Dost, der die trockenen Gebiete bevorzugt, den finden Sie eigentlich immer als Straßenbegleitgrün. Oder auch den Salbei in allen Schattierungen. Den können Sie eigentlich überall am Weg finden. Die Kamille können Sie finden. Wie gesagt, den Bärlauch, über den wir gesprochen haben, in unseren Wäldern, in den etwas höheren Lagen, wo es etwas trockener schon ist, finden wir sehr viel Thymian vor. Also wir haben unendlich viele. Natürlich haben wir auch Arzneimittelkräuter wie der rote Sonnenhut, die bei uns angebaut werden. Aber es geht natürlich um das, was jeder jeden Tag finden kann, das Johanniskraut, ja, alles, was man, die Kamille, das können Sie eigentlich an jedem Wegesrand finden und auch ernten und mit nach Hause nehmen. Ja, was machen Sie jetzt mit den Kräutern, wenn Sie sie gefunden haben? Natürlich ist es immer praktisch, wenn man sie sofort gleich mit verarbeiten kann. Es gibt aber, ja, je nachdem, wo die Pflanze auch wächst, das sehen Sie an den Ansprüchen. Diese härteren Kräuter wie Thymian oder Rosmarin, das sind die, die auch ja, mehr Trockenheit vertragen. Die können Sie auch gut immer mit braten, mit kochen. Wohingegen Sie diese feinen grünen Blättchen wie jetzt den Bärlauch oder ja, wie den Schnittlauch oder Petersilie oder auch diese feinen Dinge oder den Dill, sowas sollte man möglichst nicht mit kochen, sondern sollte immer erst nach Ende der Garzeit dem jeweiligen Gericht zugeben und damit das Gericht verfeinern. Man kann die Kräuter aber natürlich auch konservieren. Sie können sie trocknen. Dazu müssen Sie sie vor der Blüte am besten, denn da steckt immer noch der meiste Inhaltsstoff in den Blättern drinnen. Vor der Blüte schneiden, an einem kühlen und schattigen und luftigen Ort aufhängen und trocknen. Dann kann man die Fränkische Landeszeitung nehmen und kann die Kräuter darauf abrebeln, sagt man, zwischen den Fingern also reiben, dass man nur die Blättchen übrig hat, dass man sie von den Stängeln abreibt und dann mit Hilfe der Zeitung in ein Glas umfüllen und hat für den Winter über oder für die kräuterarme Zeit einfach seine eigenen getrockneten Kräuter. Bei manchen Kräutern ist es auch gut geeignet, mache ich immer so mit meinem Bohnenkraut, wenn ich im Sommer die Bohnen ernte und blanchiere die, dann blanchiere ich auch immer gleich ja ein Sträußchen vom Bohnenkraut mit und gefriere das mit ein. Denn es gibt für mich nichts Besseres wie Bohnen, die mit Bohnenkraut gekocht sind. Ist einfach nochmal ein ganz anderer Geschmack. Aber so kann man es gleich mit reingeben. Natürlich kann man Kräuter auch in Essig oder Öl konservieren. Noch intensiver ist es, wenn Sie Pesto machen. Sie können aus dem Bärlauch Pesto machen, Sie können aus Basilikum Pesto machen, aus Zitronenmelisse können Sie Pesto machen. Man kann ja trocknen, einlegen, eingefrieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, wenn Sie gerne gemischte Salatkräuter haben, schneiden Sie sich die, drücken Sie in eine Eiswürfelform, gießen Sie wenig Wasser auf und gefrieren Sie sie ein. Dann können Sie dann diese Eiswürfel herausdrücken und können später zu Ihrer Salatsoße immer so ein kleines gefrorenes Kräuter,
Päckchen dazugeben, das dann auftaut in ein paar Minuten und dann haben sie wieder frischen Kräutergeschmack auch im Winter über in ihrem Salat drinnen. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich auf dem kleinsten Balkon oder in der kleinsten Küche ist Platz für Kräuter. Das ist auch immer das, wo man sagen, lieber keine Geranien, sondern lieber einen schönen Salbei oder sonst was einfach ja, mit auf die Fensterbank, mit ins Blumenbeet pflanzen, damit man Möglichkeit hat, das zu verbrauchen, keine weiten Wege in den Garten hat, die einen oft abschrecken davon, was zu nehmen. Kaufen Sie sich Ihr Basilikumstöckchen und essen Sie es schnippschnapp auf. Genauso den Schnittlauch. Sie können den, wenn Sie ihn abgeerntet haben, dann in Ihren Garten pflanzen und freuen sich dann im nächsten Frühjahr, wenn er austreibt. Mit dem Basilikum klappt es leider nicht. Das treibt nicht mehr aus und ist auch sehr empfindlich von der Kälte her. Aber nutzen Sie die Möglichkeit, einfach vielfältige Geschmacksrichtungen in Ihr tägliches Essen reinzubringen, indem Sie die Kräuter verwenden. Wenn Sie mal wissen möchten, wie Sie so ein leckeres Bärlauchpesto machen können, das und noch andere Bärlauchrezepte finden Sie auf meiner Homepage www.renatexmeier.de.